Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Divinity 2 Original Sin. Mit dabei ist der total verwirrte, durch Rätsel lösende Sam Samuel. Hallo, wohin musste ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. So, wir haben jetzt mal ein bisschen ausprobiert und haben jetzt immerhin schon mal das hier aktivieren können, oder? Steht kurz davor, es zu aktivieren. Hyperantriebsprotokoll. Und wir sind schneller. Nice. Die Frage ist, was das uns bringt, ist die andere Frage, ne? Die andere Frage ist, das Ding sollte man nicht aktivieren. Das ist ein Notspülungsprotokoll, das sollte man, glaube ich, definitiv nicht aktivieren. Tja, also wenn man jemanden groß muss oder so, dann kann er sich damit Not entleeren. Kann er damit alle wegspülen, ja. Ja, genau. Die Frage ist immer noch, was... Wir haben ja da noch diese andere Maschine, die können wir noch anklicken, bevor wir zu diesem Kern gehen. Vielleicht bringt das hier was. Ich mach mal schnell speichern. Es wird ja eh gerade gespeichert, wie es aussieht. Ja. Oh, die kann man sogar so öffnen. Das ist genau. Schön. Oder geht zum Kern? Oh, Bedrohung erkannt. Frühe Bedienerausrottung aus in 3. Hat der großen Leuchten Google greifen. Den Erzähler in den Kopf. Was? Den Zähler in deinem Kopf fortführen. 1. Los, ja, führen fort. Bist du jetzt im Kampf? Ich bin im Kampf. Ja, der Tod kommt und der Tod ist da. Du hast überlebt und du bist gleich auch tot. Ja. Hä? Ich wollte ja wenigstens gucken, ob man zu dieser Maschine da kommt. Ich verstehe das nicht. Warum bist du einfach im Dialog, während jemand anders sich der Maschine nähert? Du bleibst ja, gut, das einfach im Dialog. Das könnte natürlich auch klappen, ne? Ja. Wir haben ja hier, es gab ja ein Autosave, also. Ist ja alles nicht so schlimm, ja. Wir haben ja Zeit. Nee. Das können wir natürlich auch noch ausprobieren, aber ich vermute mal, dass diese Maschine auch nur irgendwelche kryptischen Aussagen trifft. Ja, durchaus. Einladen. So, hab dich eingeladen. Wie viele Folge sind wir eigentlich? Das müsste jetzt 152 oder so sein. Hm. Oder 151? Also ich glaube 152 müsste es sein jetzt. Also ist ja echt fleißig. Ja, es geht eine ganze Weile. Okay, so. Startklar? Jo. Ja, dann komm her. Aber ich kann das ja auch mit Lose machen, ne? Würdisch. Hostile threat detected. Executing operator extirpation in 3. Dialog. Ah, ich bin jetzt auch im Kampf. Das geht nicht mal. Wo ist denn Lose? Ach, Lose ist ja auch im Kampf. Geht das nicht? Das. Hat der großen Leuchte einen Kugel greifen? Ich laufe jetzt einfach mal zu dieser Maschine. Vielleicht muss man das auch so handhaben. Nicht genug AP. Nee. Der Kern ist dran. Und tot. So, war ein schneller Kampf. Hä? Du lebst? Also habe ich nichts, um hier wegzukommen. Das überlebt, immerhin. Was? Nur, wie ist die Frage, ne? Oh! Du hast überlebt! Was? Dann versuch mal zu der Maschine hier zu kommen. Kann ich mich selbst vergiften? Nein, ich brenne noch. Warte, ich warte erst, bis der beschädigte Brand weg ist. Du bist ja noch im Kampf. Ich bin. Was? Also bei mir sieht es aus, als wäre es im Kampf. Aber du belebst mich wieder oder so, keine Ahnung. Du kannst ja mal schnell speichern. Sehr stolz, dass ich überhaupt überlebt habe. Ja, es ist komisch. Wie stark ich bin, unglaublich. Ja, total. Also. Vielleicht ist es ja auch der Trick der Sache, dass man es einfach überlebt.
Möglich. Vielleicht muss man auch einfach hier zu diesem Altar kommen. Auch möglich. Also du kannst den Kern eh nicht angreifen, ne? Oder kannst du irgendwas machen? Das versuche ich gerade herauszufinden. Also ich hätte gedacht, dass man da hinten zu diesem komischen Altar muss. Altar ja, vom San Tesa oder so. Threat detected. Executing system. Dann macht das dann nochmal. Ja. Okay, dann habe ich auch einen Plan fürs Schnellspeichern. Ich habe, glaube ich, schneller gespeichert als geladen, als du gestorben bist. Das ist ja echt gemein. Ja, nee, aber das Gute ist, dann habe ich einen Plan. Ich habe meine Zeitkrümmung. Und das bringt dir was? Ein extra Zug. Dann versuch bis zu dem Altar zu laufen. Ja. Ich glaube, da kommst du trotzdem nicht und hin. Du brauchst das. Ich glaube, du kommst trotzdem nicht hin. Möglich. Sei denn, du hast irgendwie so einen Sprung und so, du kannst dich teleportieren oder so für einen AP. Aber ich kann aber das Ding anklicken anscheinend. Ja, dann läufst du trotzdem nur hin. Ja, warte, nee, ich krieg nur anklicken. Ausrottung abgebrochen. Ja! Hä? Oh, du hast ein Gespräch? Ja. Ich kann das nicht lesen. Ich kann dir nicht zuhören. Okay. Tja, da musst du laut vorlesen. Weil ich tot bin, kann ich dir nicht zuhören. Bedrohung aufgehoben. Primäraufgabe wird wieder aufgenommen. Suche nach Antwort läuft. Wenn es nach einer Antwort sucht, erkundigen wir die Frage lautet. Was ist das Universum? Fragen, ob es schon die Antwort gefunden hat. Antwort wurde noch nicht gefunden, Suche läuft noch. Geschätzte Dauer bis zum Abschluss. 358 Millionen Jahre. Ja, Alter durch die Galaxie, würde ich sagen. Das sind sehr viele Tage. Geschätzte Dauer, 358 Millionen Jahre. Ihm sagen, dass alle Kobolde tot sind. Abnormale seismische Aktivität hat die Ausführung der Primäraufgabe gefährdet. Sabotage durch Bediener wird vermutet. Zur Sicherung der Kernfunktion der Daten wurden Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1 eingeleitet. Bediener hat über Brückungsangabe große Vierbeiner spielen mit dem Räumungsgerät gemacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Vierbeiner die Fähigkeit zu spielen haben, wurde mit 50% ermittelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bediener fälschlicherweise behauptet, große Vierbeiner würden das Räumungsgerät erschüttern, wurde mit 50% ermittelt. Verhalten und Sprache des Bedieners legen Feindseligkeit gegenüber dem System nahe. Bediener wurde als die wahrscheinlichste Primärbedrohung ermittelt. Ausrottung wurde als die sicherste und logischste Handlungsalternative identifiziert. Bedrohung aufgehoben. Primäraufgabe wird wieder aufgenommen. Suche nach Antwort läuft. Okay, nice. Okay. Dann belebt mal alle wieder. Achso, das kann ich aussehen, was ich haben will. Ja, ich würde sagen, durch vermutlich einen Bug haben wir es geschafft. Ich glaube, du hättest eigentlich auch sterben müssen. Nö. Doch? Ich habe ja meine Fähigkeit, dass ich einmal den Tod überlebe. Die hat mir jetzt. Ja, gut, aber du standest ja die ganze Zeit trotzdem in dieser Lava, die ja eigentlich auch instant kill tot ist. Das ist einfach meine persönliche Göttlichkeit, die ich in mir habe. Genau. Ja, dann beleb mich mal wieder. Mach ich gleich, warte. Oder willst du ja nochmal 1000 Jahre rumstehen? Meine Fresse. Ja, ich muss noch eine Belohnung aussuchen, deswegen. Ach, eine Belohnung kriegt er auch noch dafür, dass er hier nichts macht, ja? Ja. Jetzt habe ich auch viel zu tragen. Mit deinen langen Langfingerarmen konntest du sogar den Schalter bedienen. Ah. Und statt seine Kameraden wieder zu beleben, heilt er sich erstmal. Dieser Sack, ey. Ja, ich gucke jetzt mal, was ich noch so rumliegt. Oh, jetzt ist er zu fett wieder. Der kleine Langfinger. Ja. Problem ist, dass ich die ganze Zeit schon so schwer. Ich muss erstmal hier was loswerden, ey. Ja, du darfst nicht so lange Finger haben, ne? Ich denn. Jetzt ist jetzt, weil ich so Sachen abwerfen, aber die waren in deinem Inventar. Hä?
Ich lasse jetzt mal Sachen hier fallen, ist ja furchtbar. Ja, die Schlüssel wiegen doch gar nichts. Sollst vielleicht mal die ganzen Kisten, die du einkassiert hast, rausschmeißen. Ja, aber weiße Schlüssel auf Dauer gesehen haben auch eine Menge aus. Gleich bin ich nicht mehr zu schwer, wo ist denn? Alter Schwede. Ein paar Schlüssel habe ich jetzt. Da kommen wieder einen schon komischen Hammer, brauche ich nicht. Tja, wird Sam es schaffen, seinen Gewichtsüberfluss loszuwerden? Ja, schaffen. Das erfahren wir erst in der nächsten Staffel. Von gute Divinities, schlechte Divinities. Ich habe einen Zahn, der wiegt sogar nicht. So, jetzt kann ich anfangen, euch wieder zu überleben. Hätte das gedacht. Aber wie viel schaffen wir? 2000, überlebe ich das überhaupt? Was denn? Überlebe ich gerade so. Nicht wieder zu überleben. Muss erstmal raus, ob ich das gut überlebe. Nein, Schriftrolle ist da einfacher. Nee, das kostet eine Menge Gold. Ja, aber ich hab 20 oder so. Na gut, wenn du 20 hast, dann. Ich meine, ich abgesehen davon, dass wir übermächtig sind. Und wir sterben eh so selten, außer durch so eine Aktion hier. So, ich bin hier. Ich guck mal die Energierune an. Oh, nice. Okay, nur den blöden Hammer lasse ich jetzt. Ich bin schon wieder zu schwer. Alter! So, ich mach mal kurz schnell speichern. Ich werde mal den Altar anklicken. Good. You reach out to touch the altar. Its cold surface a curious foil to the thrumming and clanging metal that surrounds you. Am Altar der Göttin des Frohsinns beten. Your vision clouds, your head swims, okay. And when the fog clears, you are still standing in the Imp Temple. You look around in confusion. There's a cough behind you. Turning, you see Xantessa. Not some allegorical figure, not some awe-inspiring god, just her. She's leaning against one of the struts on the platform, taking you in. Moon, she calls, her face placid. Was? Fragen, warum sie dir das gesagt hat? Moment, fragen, ob das ein Rätsel sein soll. Gibt es irgendwo noch eine Vision, Version von ihr, die immer Sonne sagt und die eine spricht immer wahr, die andere lügt immer? There's a sigh, she rubs the bridge of her nose. Scholars. Always thinking too much and knowing But perhaps you're not a lost cause. She thinks you still might be able to do the right thing. She invites you to reject your god. Deep within, you can feel your god stirring, hissing like a snake. She clarifies that she's not asking you to support her, just not to be beholden to your god. To think for yourself, to make choices that you think are right, not what some half-dead god demands. Das ist verdächtig. Woher weißt du, dass sie keine Agentin der Lehre ist? Was sagt sie? Das ist verdächtig, woher weißt du, dass sie keine Agentin der Lehre ist? She shrugs. Damned if she knows. But that's the situation. You can walk away with her word or reject your god and be sure. Nee, von dir Zentilius, sag ich mir nicht. Nee. Du wirst nicht die Gottheit verraten, die dir das Leben gerettet hat, kehrt machen und fortgehen. The imp god rolls her eyes, throwing you an exaggerated bow before she fades to nothing. Nee, das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. So, achso, wir haben hier einen Tagebucheintrag. Mal gucken. Die namenlose Insel. Wir haben erfahren, dass Xantessa mit dem Mond im Bunde steht. Okay. Der Kern scheint wieder stabilisiert zu sein. Was auch immer. Die Exzellente. Ich klicke mal den Kern an. On touching the glowing ball of light, text appears before your eyes. Threat de-escalated. Returning to primary task. Answer search running. Was, wenn wir es noch einer noch dazu gucken? Da habe ich nicht durchgeklickt, aber. Answer not yet found. Search incomplete.
Estimated search time 358.910.000. Großer zweiköpfiger Streithammer. Okay. Sieht scheiße aus. Ach, jetzt können wir ja eigentlich mal gucken, was diese Maschine hier macht. Infinity is not the answer. Answer search. Ja, das, ich glaube, das war's hier, ne? Ich glaube auch. Ich glaub, mehr kann man jetzt hier nicht. Ich mein Zeug verkaufen kann. Ich wo ist denn los überhaupt? Oh, nice. Was denn? Ich habe legendäre Stiefel gefunden und wieder überladen. Sehr gut. Weißt du, was ich gefragt habe? Als man diesen Stein angehoben hat, hat doch jemand mit einem gesprochen, ne? Ist dieser jemand jetzt tot? Ja, wirklich? Scheinbar, ne? So. Ich geh schon mal zurück hier. Wo waren wir denn überhaupt? Tempel von Tears and Needles, das Mondtor. Ah ja, das war hier. Das, war. Das heißt, der Stein liegt der noch hier unten? Oder habe ich den mitgenommen? Ne, der ist weg. Der ist weg. Wohin wollten wir jetzt? Oder wollen wir zur Rachenrüstung mal so Zeug verkaufen? Weil ich würde gern Zeug loswerden. Weiß nicht, wir können. Ja, können wir machen. Dann, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen heute mal eine kürzere Folge, weil ich glaube, eine Verkaufen-Folge braucht ihr nicht unbedingt. Deswegen hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio! Ciao, ciao!